Herzlich willkommen zu dem Let's Play, wo schon richtig viele Leute ziemlich lange drauf gewartet haben. Und zwar, wie ihr sehen könnt, Assassin's Creed, den ersten Teil. Viele hätten vielleicht lieber gleich den zweiten oder Brotherhood gesehen. Aber wenn ich schon Assassin's Creed anfange, dann von Anfang an. Ja. Und wie ihr vielleicht auch bemerkt habt, spiele ich bzw. sabbel ich nicht in mein tolles Mikrofon, sondern in das Mikrofon von meinem Headset, weil ich das Spiel mit Controller spielen werde und dafür müsste ich mich so nah ans Mikrofon setzen, dass es erstens übelst ungemütlich wäre und zweitens würdet ihr die ganze Zeit meine Tastendrücke hören und das will ich euch ersparen und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an jetzt hier. Ja, ich hatte zum Testen mal ein bisschen gespielt, aber nein, das war nicht wichtig. Ich habe es schon mal gespielt damals, ungefähr als es rauskam. Hab dann die erste Stadt so ungefähr die Hauptstory durchgespielt, mehr aber auch nicht, weil es mir dann zu langweilig wurde und ich hoffe, dass es euch nicht langweilig wird. Mal sehen. Weißer Bildschirm. Mein Zimmer ist hell! Aha. Und ich richtete mein Herz darauf, die Wahrheit. Lass mich. Zu erkennen und geht weg von mir! Was? Das geht alles ein bisschen zu schnell. Okay. Juhu! Drücken Sie. Okay. So ein bisschen Tutorial-mäßig. B, um zu greifen. Halten Sie und drücken B während der Bewegung. Das erklärt so ein bisschen, wie die ganze Steuerung funktioniert gerade. Ja, wow. Ich kann ihn nicht in der Erinnerung verankern. Er lehnt die Behandlung ab und zieht sich zurück. Wow. Actionrolle. Geht mir alle aus dem Weg. Ja. Ich stabilisiere. What the fuck? Gib mir aus dem Weg, ihr Penner! Erkennen Sie das nicht, was Sie sehen, real ist? Nur Bilder aus der Vergangenheit. Ihnen kann nichts passieren. Ja, bam! Es klappt nicht. Böse Dreck gefressen. Oha. Das erste Mal ist nie leid. Oh, seid ihr jetzt mal fertig? Aua! Wer hat mich denn da gepusht? Komm her! Ich sehe nix! Mann. Das ist unter anderem ein Aspekt, den ich an diesem Spiel hasse. Man spielt nicht in der Vergangenheit, alles okay? Sondern in der Zukunft. Ich dachte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne Sie noch nicht einmal. Warum tun Sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt. Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir ins fertig Koma sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Okay. Na gut, sterben wäre scheiße, weil dann wäre es schon vorbei. Eine weise Entscheidung. Ach, Leute. Wo bin ich? Im Innern des Animus. Das heißt? Kann man nicht einfach komplett in der Vergangenheit eine Assassine spielen, die einfach Leute umbringt? Erinnerung? Scheinbar brauchen sie eine Art Einweisung. Anstatt dass man hier mit Erinnerung von so einem Typen rumfummelt? Einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse.
Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Genau, Instinkt wollte ich gerade sagen. Zum Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen. Die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe ja, weil es mit den Genen weitergegeben wird, aber nicht als Erinnerung. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als... Das nennt man auch Evolution, du Penner. Nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Na, Schlampe? Der Animus lässt sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen. Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Ja, aber das ist ein bisschen spät. Also, ein bisschen weit im Spiel. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper Ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden. Um traumatische Vorfälle wieder zu erleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Am Anfang. War klar. Ich weiß nicht, ob es für dieses Spiel irgendwelche DLCs gibt, aber... Wenn, dann müsste ich sie haben, weil ich habe das über einen Steam-Deal... mir geholt. Und Warnung, da sollte alles dabei sein. Oh mein Gott, ist das das Scargate? Ah, das Wurmloch. Oh mein Gott. Dieses Tutorial wurde erstellt, damit Sie sich besser mit der Steuerung des Animus vertraut machen können. Oh, ich weiß doch, wie man steuert. Dafür geht man, bevor man das Spiel startet, in die Option und guckt sich die Steuerung an und modifiziert sie, um, ja, wenn man das braucht. Die letzte synchrone Position wieder her. Es droht eine komplette Desynchronisierung. Ja, das ist dann wohl meine HP-Leiste, oder? Die Systemstabilität wiederherzustellen. Der Animus benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen ihres Ahnen zu steuern. Ich lade Subroutinen, um die Anpassung ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Vision. Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzulernen. An sich, von der Steuerung her, relativ cool gemacht und simpel. Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. Ja, hier. Ach ja. Warum macht ihr das denn auf meine rechte Hand? Und ich muss mich trotzdem mit dem rechten Stick umsehen und kann mich nicht mit dem linken Stick umsehen. Ihre leere Hand, um durch die Krugträger zu gelangen, ohne dass Sie Ihre Krüge fallen lassen. Ja, ja, ja. Gehen Sie zu der Markierung, um die Synchronisierung fortzusetzen. Ey, Leute, geht mal weiter jetzt hier. Bam, 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 bam. Zack, alles kaputt. Muss ich das jetzt so lange machen, bis... Oh, nein. Ups. Oh Mann, die haben alle kein Gesicht. Ist doch scheißegal, ob sie dann ihre Krüge fallen lassen oder nicht. Sie können nicht trinken. Geschweige denn sehen, dass irgendwie was passiert ist. Wie soll ich denn... Ja. Ja. Wenn das schon da ist, um die freundlich beiseite zu schubsen, wieso geht denn das denn nicht? Ich kann auch einfach die Leute schlagen. So, Leute. Hey, was geht ab? Bam! Highscore! Oh, der hat sogar noch Pinball hier gespielt. Krasser Scheiß. Okay, ich sollte einfach mal versuchen, da durchzukommen. Obwohl, ich kann hier einfach dran vorbeilaufen? Aber die gehen hier alle wieder... Während sie... gehen. Ach! Ist doch beschiss, ihr Penner! Ich hab doch die Taste hier am Anschlag. Was? Friedliches Stoßen. So friedlich sah das bis jetzt aber nicht aus. Ja, ach.
ihr Penner! Ganz ehrlich, ich schaff nicht mal das Tutorial. Das Let's Play ist schon hier vorbei, weil... Oh, ist das behindert? Kann ich irgendwie was machen? Na, geil, ey. Und alle Leute werden sich jetzt in Assab lachen, wie schlecht ich bin. Ja, wie ihr lauft jetzt... Ja, ich hab mich... Was ist denn hier? Schlacht? So Essensschlacht, bloß halt nicht mit Essen, sondern mit Krügen? Ich hab mich Millimeter bewegt und ihr kriegt gleich übelst die Panik. Und Hysterie und so, sind bestimmt alles Frauen. Ich meine, leicht stoßen. Ich sehe nix. Oh, Mann. Alle mal anfassen. Oh, ja, oh, voll ins Gesicht gebatscht, ey. So, jetzt, ich muss irgendwann mal hier durch, Leute. Oha. Ja, macht's mal noch enger. Da komm ich durch. Nein, nein, nein. So, jetzt aber. Oh Gott. So, das war der schwierigste Teil vom ganzen Spiel. Durch die scheiß Kugleute durchkommen. Mensch. Dabei muss man ihn nur ins Gesicht fassen. Der unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Modi. Unauffällig und auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-Up-Display den Kontext der Puppenspielereingaben verändert. Ja, sehen wir doch. Exzellent. Ja. Alles First Try hier gepackt. Oha, jetzt. Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Nun komm. Bam! Gut. Zack! Astreine Punktlandung. Benutzen Sie die Beintaste im auffälligen Modus, um zu sprinten. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein Flüchtlingsziel einzunehmen. Macht Sinn. Sprinten. Passen Sie aber auf, das funktioniert auch im echten Leben, nicht nur in Erinnerung. Sie also stolpern und fallen. Ja, ja, man sprinten kann auch stolpern. Und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Ja, dann lass mich doch laufen. Ja, du Penner! Das wird nix. Rennen gewonnen, easy. Easy, easy. Ich bin Achilles und er war die Schildkröte. Achilles gewinnt immer. Versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Obwohl das auch ein beliebtes mathematisches Paradoxon ist. Gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Einfach mal googeln. Achill oder Achilles und die Schildkröte. Hier in unseren Landen eher als Igel und Schildkröte bekannt, aber naja. Sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Bam! Ja, Loch im Magen. Oh, was ist nun hier passiert? Wo ist der Heide, der dafür verantwortlich ist? Was heißt denn hier Heiden? Ja? Kann auch ein Christ getötet haben, den Typen. Das ist doch unfair. Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer Bewaffnung. Natürlich ist es höchst sozial inakzeptabel zu rennen. Provozieren Sie den Soldaten. Ja, ich pack ihn. Bam. Beachten Sie, dass sich Ihr Status auf okay, ich wollte ihn eigentlich greifen. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Glaubt ihr, mich abschütteln zu können? Ich kenne die... Exzellent. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Dachgarten, also wenn das ein Garten ist, ja. Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Da ist weder ein Beet
irgendwie sonst noch was? Erde mit Pflanzen? Man kann sich da nicht hinsetzen, weil da ist keine Bank oder so? Oder ein Sessel? Irgendwie was? Das ist einfach nur so ein Pavillon. Nicht mal einen Eingang hat das Ding. Das hat überall Mauern. Und können ihr Versteck verlassen. Exzellent. Exzellent. Ich doch mein. Durch Anonymität füllen sie ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich ihre Aufgaben als Assassine. Es gibt verschiedene Orte, an denen sie sich verstecken können. Aber sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor sie in einem Versteck verschwinden können. Tja, wenn wir auf die Bank setzen, zwischen meine Brüder, in den Heuhaufen springen, was so einfach geht, in einen Dachgarten oder mit anderen Leuten B. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können sie untertauchen. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Tun sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Ich bin ein gelehrter Typ. Ihr könnt mir gar nichts. Ich bin so gelehrt, weil ich einfach meinen Kopf senke und die Arme verschränke, beziehungsweise die Hände. Ja, ja, ich bin so gelehrt. Gut. Penner. Nun, da sie synchron sind, verfügen sie über eine neue Fähigkeit. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Attentatsziel. Jetzt habe ich nicht gesehen, was weiß war. Bestimmt Zivilisten. Das Adlerauge steht ihnen nur zur Verfügung, wenn sie völlig synchron sind. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart ihres Ahnen folgen. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben sie des